Hallo, willkommen zu diesem kurzen Video. Mich hat hier ein Zuschauer etwas gefragt. Und zwar In so. dieser Episode befrage ich den lieben Pöli aka der Österreicher. Ja, sieht's aus. Meine Frage an dich, Pöli, ist: Wie findest du Minecraft? Besitzt du es? Hast du schlechte oder negative Erfahrungen damit? Willst du es dir vielleicht erst kaufen? Ja, deine allgemeine Meinung zu Minecraft, das würde mich mal interessieren. Videoantwort oder Kommentar, ist mir egal. Kannst du dir aussuchen. Okay, ja, er hat, glaube ich, gefragt, ob ich es schlecht oder negativ finde, was in dem Fall das Gleiche wäre. Aber ich finde es prinzipiell ganz nett, aber es ist nicht so ganz meins. Also, ich habe ja ein Video, ich habe das auch hier reingeschrieben. Ich habe ja ein Video dazu mal gemacht. Das findet man an sich hier. Hier ist es. Für die Software. Sogar 20 Minuten lang. Und ja, also ich habe da irgendwie ein Haus gehabt und also ich habe es schon ausprobiert, das kann man schon sagen. Aber irgendwie, dass ich das jetzt stunden- oder wochenlang betreiben würde, das ist nicht so ganz meins. Also ich weiß nicht, einerseits bin ich in letzter Zeit ja lieber draußen mit dem Modellflugzeug oder eben so Lost Places finden. Aber sonst, ich weiß nicht, also ich bin nicht so dieser wie soll ich hier sagen, Baukastenspieler, der irgendwas aufbaut. Aber ich finde es an sich ganz gut. Ich habe keine negative Erfahrung. Und. Aha. Ich werde mal den Weg versuchen. Ich habe hier Sound, obwohl es abgedreht ist. Auch interessant. Ja, also wenn ich jetzt neu laufe. Aha, na gut. Ja, wie gesagt, also ich hab's, oder ich hab's zumindest gehabt. Ich habe es ein bisschen gespielt, hatte auch ein Haus hier mit einigem Inventar, aber sonst habe ich eigentlich nicht viel hier gemacht oder mich nicht irgendwie nie online gespielt oder so in der Richtung. Das machen schon andere Leute und von daher muss ich mich dem Thema nicht unbedingt widmen. Wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend und besonders natürlich dem Benutzer. Jetzt muss ich mir den Namen nochmal suchen. Dem Benutzer Darkmonster1986 wünsche ich auch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Danke und bis bald.